Servus, so Fahrzeit. Ich bin gerade eine Weihe runden. Wir haben abends, jetzt ist eine gewisse Uhrzeit des Tages. Halt so kurz vor halber 8. Hey. Heute ist Montag und ja, ich check jetzt da quasi runden um die Weihe und du checkst halt einmal die Lage mit. Ne? Weil auch für Schwäne, die haben sich da versammelt. Haubentag hockt auch noch umeinander. Und ja, der Wind wackelt. Endlich haben wir schönes Wetter. Wir haben quasi Arschlochwetter gehabt die ganze Zeit jetzt da. Quasi Sonne, ja, was die normalen Menschen als Unwetter bezeichnen, wie jetzt, oder halt den Regen und Gewitter, ist für mich blauer Himmel und Sonnenschein. Ja, da bin ich quasi auch in so einer Art kreativ, weil ich fotografiere ja gern so Nebel, Alter, hey, und ja, auch mit der Drohne quasi dann den Sonnenaufgang oder halt, wenn es halt landschaftlich gut ist, aber blauer Himmel, Alter, macht mir keinen Halten. Das lustet mich, ne? Und da kommt auch nicht der dunkle, nasse Wald, den ich quasi mache zur Geltung, ja. Aber jetzt passt schon. Gestern war ich in Richtung Bayerischer Wald unten bei der Rodelbahn hinter. Ja, auf den Wipfelweg und bei so einem Rodelzeich und was es alles gibt und wie ich da runtergefahren bin, war halt ja, vor mir die Gewitterfront und dann hat der Bayerische Wald hat quasi so gedampft und ja, voll fett, Alter, ja. Will jetzt dann einmal eine Fototour immer gegen Ende der Woche, wenn das Wetter so bleibt und das so richtig rennt, dann mache ich mich auf in das Rachelgebiet Lusen da ja, halt da in den Wald, aber ein bisschen im Endeffekt auch dabei. Und dann checken wir die Lage. Ich hoffe bloß nicht, dass das Wetter wieder umschlagt und dann ist wieder Arschloch wieder. Ja, Sonnenschein und ja genau. Jetzt checken wir da mal um. Ey. Ah ja genau, es ist ja quasi auch so. Ich war jetzt, wie es jetzt da geregnet hat bei uns, war es so, dass ich dann in den Nappgebirge war und habe geschaut, zwecks so Feuersalamander. Gell? Und das habe ich heuer schon öfter mal stichpunktartig kontrolliert und ich muss da eins sagen, pff, ja, ich hab schon lange keinen mehr gesehen. Da war ich damals vor letztes Jahr oder vor zwei Jahren an die 100 Zahl da oder weil quasi immer irgendwas war, ist nichts. Ja. Und am Wochenende war halt der Regenfall nachts, eigentlich hätte ich da mal anduseln, wenn ich war Vormittag dort. Ich habe meine Beobachtungen auch meistens Vormittag gemacht. Gut, ich war schon nachts einwollt. Aber keine Ahnung. Und so großes Laubfrosch-Habitat. Ist sehr strickert, ja. Ich meine, das macht jetzt wahrscheinlich den Amphibien nichts weiter. Laubfrosch hockt eh am Baum drum oder wenn die anleichen und dann gegen Ende des Sommers sind die eh wieder da in den Big Nature, Alter. Quasi in dem Wald, ja. Aber trotzdem, falls die da anleichen rein und dann ist es nur so, dass die das quasi platt macht, dann ist es, ja, scheiße halt, ne. Den wollte ich dir sogar zeigen, aber ich dachte, fahr ich da hin, zeig dir mal das ausgetrocknete Weidel. Aber jetzt bin ich doch da, weil da hätte ich wieder durch so eine Wiesen tatschen müssen und dann hocken da wieder Leute Zecken und ja, da habe ich keinen Bock drauf. Jumin. Auch wenn das den Anschein macht oder so, ich sicher meinen Flock nicht oder mein Flockkanal nicht als den Ameisenkanal, Leute. Ja. Das ist ein Thema, wo mich auch schon langsam anordnet, ja. Aber ich nehme die im Endeffekt ja mit und erklärt das halt, was ich mache. Ne? Aber es ist nicht das Kernthema, auch wenn es über den Sommer so ausschaut, weil da mache ich eigentlich nichts anderes, als dass ich die Ameisen erforsche. Ja. Und ich habe für meinen Vlog habe ich halt generell quasi das Vlog-Thema und dann habe ich auch noch so andere Themen, die ich halt gern beleuchte, so heimatgeschichtliche. Und da habe ich letztes Jahr angefangen, dass ich da über so alte Bergwerke, die keiner mehr kennt, was mache. Ne? Also bei. Da kommt jetzt der Weiher-Ding wieder, Alter, der ist, ich weiß es nicht. Ey. Ja, also quasi halt so. Zurück, ja. Sag's dir gleich dann.
Jumin. Ja, genau. Also quasi so ein Bergbauthema aufgegriffen letztes Jahr über so Bergbautätigkeiten und so alte Zechen. Hey. War keiner was bei mir in der Region. Hey. Da, das kommt vielleicht noch, aber es ist so, wenn ich im Endeffekt irgendwas recherchiere. Ich habe halt dann mit Museen gesprochen und so, weil ich kann nicht irgendwelche Thesen in den Raum schmeißen, weil ich dann nicht weiß. Ne? Aber jedenfalls ist mir jetzt dann so eingefallen, dass sie da überhaupt keiner geredet hat. Also ich muss da mal nachhaken, weil ich habe es dann auch vergessen. Ne? Und dann habe ich nur wie aus einem alten Brunnenschacht auch noch eine Anfrage geschickt, weil da gibt es quasi bei uns gibt's so einen Brunnenschacht, der ist sautief und da weiß man nichts drüber. Ja, der ist quasi einfach. Und dann habe ich da eine Anfrage gestellt, so, was ist denn das für ein Brunnenschacht? Und dann, ja, wieso ich das wissen will? So, ja, weil ich das halt wissen will. Ja, einfach so ein Arschloch geredet, Alter, für was ich das wissen will. Ja, Alter, weil es mich halt interessiert, hey, Grutze, fix du! Unglaublich, hey! Ja, ja, und für wen ich da irgendwelche Arbeit mache und so? Ja, für mich, Herrgott, hey! Ja, und dann, ja, passt schon, und sie melden sich, ja. Ja, gemeldet hat sich keiner, und ich habe es natürlich dann auch vergessen. Ja, aber jetzt ist das alles anders, quasi eine andere Sachlage. Und zwar bin ich recherchiere quasi gerade über eine Hexe. Ja. Und da bin ich eigentlich schon ziemlich weit. Ich wollte jetzt die Woche ins Archiv, muss ich aber vielleicht gar nicht, weil ich heute in der Bibliothek war, in der Provinzialbibliothek, weil es da quasi über den Prozess an sich scheinbar irgendeinen Prozessbericht gibt und den habe ich mir geholt und die Begebenheiten vor Ort, der Wichser Schnange, Alter, so angeschaut, recherchiert und hinterfragt. Aber das mache ich dann einmal an einem anderen Tag. Ja, weil das ist ja in Amberg drin und ja, lass dich einfach mal überraschen, was jetzt im Endeffekt erfolgt. Und ich nehme die mal mit zum Fotografieren wieder und so. Ja, genau, und so am Weih und so. Und dann kommt ja noch meine Bierwanderung. Da hat er so ein Graffi da. Ja, warte mal, ich zeig dir mal, wie grandios das ausschaut. Fakt ist halt, es gibt quasi in der Urbanität, ja, auch Dinge, die niemand weiß. Also, was heißt niemand weiß, wissen wir, aber nicht alle. Ne? Und da kommt jetzt dann einmal E-Roller ins Spiel, du Arschlochschnang. Meine Fresse, Alter. Ja, weil ich quasi dann im Stadtwesen schnell von A nach B fahren kann, ne, und dich da im Endeffekt mitnehme. Ich habe da quasi so einen Plan, der Pläne. Ja, hinsetzt dir. Ameisen. Ja, genau. So, jetzt gehe ich wieder für dich da. War tatsächlich der Typ mit seinem Auto. Naja, jedenfalls beende ich jetzt meine Weihrunden, bin jetzt dann gleich wieder beim Auto. War quasi eine kurze Round, Alter, kurze fix, echt. Wollte ich den Baum fotografieren da, hey? Gell, komm, bleib stehen, du. Boom, Schnang, Mücke. Ja, unglaublich. Also, Freunde im Internet, hey. Danke, dass du das quasi angeschaut hast jetzt. Jetzt weißt du zumindest einmal ein bisschen Bescheid, was ich so vor, was quasi folgt. Ja. Auch wenn es so lange nicht folgt, aber das habe ich vor, ganz fix. Ja, genau. Also dann, let's fetz aus der Oberpfalz. Jumin. Tschüss, kann ich nicht aufhören. Stolz, denke es dir.